Moin, moin, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Rock TV. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, der interpretiert nämlich Leckerbissen, musikalische Leckerbissen, um genau zu sein, aus allen möglichen Genres auf seinem Akkordeon. Wie sich das anhört, das werden wir heute noch live hören. Ich begrüße ganz herzlich bei mir im Studio den Akkordeonmusiker Hey Joe Schenkelberg. Hallo Joe, schön. Hey Joe, schön, dass du hier bist. Hallo. Hey Joe, du spielst ja schon seit längerer Zeit Akkordeon, hast aber angefangen mit dem Keyboard. Wie? Klavier, ganz ursprünglich. Mit Klavier. Du musst immer, darfst immer nur reden, wenn ich. Ja. Super. Mit Klavier oder mit Keyboard hast du angefangen. Wie kam diese Liebe zum Akkordeon zustande über die letzten Jahre? Das war in der Zeit, wo ich so einen Stillstand hatte in der Rockmusik als Keyboarder. Da habe ich alles verkauft und da war ich mal ein paar Tage in Paris. Und da habe ich Sœur de Pompadour, eine Frau gesehen, die da auf der Straße, auf dem Platz gespielt hat. Zum Piano-Akkordeon. Und dann habe ich halt gesehen hier, es gibt auch schöne Musik mit Akkordeon. Und eben Musette, französische Musette zum Beispiel. Und die Seite mit den Tasten kann ich eigentlich sowieso schon. Und dann habe ich 3 Wochen später angefangen mit so einem ganz kleinen Akkordeon. So. Das hast du heute auch immer, das ist dein Auto-Akkordeon, was du immer im Auto mit hast? Achso, nee, das ist noch kleiner. Also, okay. Und es ist ein, würde ich sagen, recht seltenes Instrument in der modernen Musik, in der Mainstream-Musik, in Anführungsstrichen. Woher meinst du, kommt das, dass es noch so ein unterrepräsentiertes Instrument ist? Das ist jetzt speziell in Deutschland oder war in Deutschland so. Es ist in Deutschland jetzt auch anders. Aber vor 30 Jahren ungefähr, als ich angefangen habe, haben sich Leute schon so Gedanken gemacht, hier hat er jetzt irgendwie einen Knall oder so, ne, weil er vorher Rockmusik gemacht hat und jetzt Akkordeon. Aber inzwischen, durch Tango und YouTube und so, ne, gibt es einfach Einflüsse von Frankreich, Südamerika und so, wo Akkordeon ganz anders angesehen wird auch. Ne? Also, was gefällt dir denn besonders gut dran am Akkordeon spielen? Das super gut ist, dass man es tragen kann, dass ich es allein tragen kann, dass ich keinen Strom brauche. Dass ich, ich kann überall spielen, wo ich will. Ich bin beweglich. Und ich kann vor allen Dingen selber, es ist ja kein Solo-Instrument, ich kann im Grunde mich selber begleiten und Melodie spielen und im Grunde eine Band in einem haben. Ne? Du bist eine Ein-Mann-Band, meinst du? Kann ich, wenn ich will, ja, kann ich das sein, ja. Und ich habe es auch schon angesprochen, dass du dich wirklich in allen Genres bewegst. In allen möglichen, verschiedenen. Wie würdest du trotzdem deinen Musikstil beschreiben? Also kannst du dich festlegen auf eine Sparte? Ich würde es eher dann als Akkordeon-Künstler irgendwie benennen. Akkordeon-Künstler? Ja, so, weil es gibt ganz verschiedene Sachen. Ne? Also man kommt zum Beispiel irgendwann nicht an La Paloma vorbei. Und La Paloma kann Tango sein, kann Schlager sein. Ne? Weil es ist das meistgespielte Lied auf der Welt auch angeblich. Ne? Und es gibt auch Orte, wo das zum Beispiel bei einer Beerdigung gespielt wird. Ne? Da habe ich zum Beispiel vor einiger Zeit auch bin ich gefragt worden, das für einen Seemann zu spielen. Ne? Und du spielst das so häufig, dass das dir schon aus den Ohren wieder rauskommt? Nein, man kann alles auch sehr schön spielen. Ja, ist es so, dass du Songs dann einfach auch wieder auch mit dem Akkordeon auch nochmal teilweise ganz neu interpretierst? Teilweise, wenn ich inspiriert bin, gucke ich, dass ich da jetzt eine andere Version auch mache teilweise, ne? Oder Sachen einbaue oder so. Und das Wichtige für mich ist, dass ich jetzt nicht möglichst viele Töne pro Minute mache, sondern melodiös arbeite. Ne? Und wie sich das anhört, würde ich sagen, hören wir uns jetzt gleich mal live an. Und zwar hören wir den ersten Song des Abends, Indians Serenade von Hey Joe Schenkelberg. Thank you.
Du möchtest natürlich schon auch immer deine eigenen Songs auch mit einbringen, schätze ich mal. Ja, und das ist so eine Sache, die ich mache auch Solokonzerte. Mhm. Dann spiele ich auch lieber vor weniger Leuten, die aber dann zuhören, als vor vielen, wo dann ein paar Leute dabei sind, die einfach nur da sind, um zu quatschen. Und ich kann es so verbinden. Ich kann dann da auch Lieder spielen, die ich zum Beispiel bei der Hochzeit auch spiele. Mhm. Und wenn ich auf dem Geburtstag spiele, kann ich auch Lieder spielen von mir. Die also eigene Lieder, die, wenn die passen. Ne? Also das ist eine ganz schöne Sache. Und ich mag eigentlich beides gern. Indian Serenade, was du gerade gespielt hast, war ja auch aus deinem Album Out of Paris. Hast du auch erzählt. Das war aber ein Album, das du wieder ausgegraben hast. Wie kam denn das zustande? Ja, ich habe es nicht ausgegraben. Es war einfach da, weil die Aufgaben habe ich ja 14 Jahre vorher gemacht. Und es war auch abgemischt und gemastert und so. Aber es war immer noch nicht so, wie ich es haben wollte, weil ich auch teilweise schludrig eingespielt hatte. Die Mikrofontechnik war nicht so gut, ich hatte keine Ahnung. Und haben aber immer wieder Leute gesagt, hier, das hört sich an, mag ich gerne und ist viel Filmmusik und so. Dann habe ich letztes Jahr einen Musiker aus Münster kennengelernt, der auch ein kleines Studio hat. Und dann habe ich gedacht, so bevor du, also solange noch hier auf der Erde bist, muss das irgendwie noch richtig gut werden. Und dann war ich im Sommer in Italien, in so einem kleinen Ort, und dann saß ich da in so einer kleinen Kneipe, Taverne mit Internetanschluss. Und dann habe ich dann gelesen hier vom Deutschen Popkreis, ne? Mhm, okay. Dass eben auch die Kategorie, Sonderkategorie Filmmusik dabei ist. Richtig. Ne? Und dann habe ich gedacht, okay, du willst die CD jetzt machen, also passt ja wunderbar, ne? Mhm. Und dann habe ich angerufen hier, ob das auch für Filmmusik gilt, wo noch kein Film existiert und ob ich nicht zu alt bin und okay, alles klar, und dann habe ich es eingeschickt. Zu alt? Hast du das Gefühl, dass du zu alt bist? Ja, man weiß ja nicht. Also ich war vor 15 Jahren schon mal beim Rock'n'Pop-Preis in Hamburg. Mhm. Da habe ich ein Lied auch von der CD eingereicht, das hieß Himmelblau oder heißt Himmelblau. Und da war ich so einer von den Älteren damals schon. Okay. Und dann lief das Stück, ist dann mit per Anlage vorgespielt worden, ne? Mhm. In einem Seitensaal. Und dann sagt die eine Frau von der Jury so irgendwas in der Art, es ist ja was Besonderes so. Aber es konnte keiner was damit anfangen, weil es kein richtiger Rock war. Und so. Also ich finde auf jeden Fall, Musik kennt kein Alter, weil man hat es ja auch gesehen, mal abgesehen davon, dass du nicht alt bist, dass du den ersten Platz belegt hast in der Kategorie Filmmusik. Und du bist generell aber auch nicht nur eben auf der Bühne, sondern auch als Studiomusiker. Oder Studio, arbeitest du im Studio? Wie kann ich mir die Arbeit vorstellen? Ich habe bei mir eine kleine Aufnahmeequipment, wo ich dann die Sachen einspiele. Und ich habe den Vorteil, dass ich das dann machen kann, wenn ich gerade inspiriert bin. Das Problem ist, wenn man ins Studio geht, da muss irgendwie vorbereitet sein und da muss alles fließen, ne? Und wenn es aber nicht fließt in dem Moment, dann ist es funktioniert es nicht, ne? Und so kann ich halt mir die Zeit nehmen, die es auch braucht, ne? Mhm. Und es ist ja so, dass man so eine Verbindung zum Universum hat, aber die ist wie Radio zum Beispiel, ne? Man macht Radio an, sucht diesen Sender und da kommt irgendwas. Und so ungefähr ist das bei Musiker oder bei mir zum Beispiel, fühle ich das so. Entweder kommt da was, ne? Eine gute Idee, wie zum Beispiel die von Indian Serenade, die Melodie und die Akkorde. Es kann aber auch sein, dass gar nichts kommt oder Schrott. Ne? Wenn man das dann zwei Tage später anhört, dass man sich dann fragt, oh Gott, was hast du da? Hast du eine Muse, die dich inspiriert? Ja, verschiedene. So, also ich werde eigentlich von... ich kann jetzt nicht sagen, ich bin keine musikalische Bibliothek, also ich kann mich nie mit Musikern unterhalten, weil ich mir die ganzen Namen nicht merken kann von Musikern und von Stücken. Die necken immer alle, der hat keine Ahnung. Okay. Ich lasse mich einfach immer so aus ganz verschiedenen Bereichen der Musik so inspirieren. Ne? Aber im Grunde genommen ist es so, dass du eigentlich wirklich so eine Eingebung bekommst, wie du jetzt gesagt hast, vom Musikergott. Ja, das kann morgens sein beim Frühstück oder wenn ich aufstehe oder... oder ich höre irgendwas im Radio und dann zwei Tage später ist dann irgendwas, was aber dann anders
geworden ist, so, ne? Aber was dadurch inspiriert worden ist, ne? Und also die nächste CD, die an der ich jetzt arbeite, die wird auch ganz anders. So, ne? Die wollte ich eigentlich auch eher rausbringen als diese Indians, als die Out of Paris. Und aber wie gesagt, weil dann einem alle möglichen Leute sagten, hier, du musst die machen. Und weil es auch mein Baby ist, ja meine erste CD, und das ist dann wie so ein Baby, ne? Und das ist ja schon was Besonderes, ne? Und deswegen habe ich dann das andere Projekt erstmal liegen lassen und das gemacht. Was wird anders sein? Oder worauf dürfen sich deine Fans freuen in der neuen CD? Das ist vor allen Dingen rhythmisch. Viele Leute vielleicht auch nicht, aber mit Drumcomputer. Okay. Viel, aber nicht nur. Und ich habe mich dann einfach inspirieren lassen durch verschiedene Rhythmen. Und das ist für mich etwas Neues, ne? Und da kommt ja, ich will ja gerne auch daher noch ein Stück davon spielen. Ich glaube, dass du spielst zuletzt, habe ich auf meiner Karte zumindest den Cooking the Curry. Und jetzt als nächstes kommt, glaube ich, dann auch ein Song aus dem neuen Album. Kann das sein? Als nächstes kommt eine von der ersten Solo-CD, die heißt Silver. Ah ja. Und das ist ein Stück, das heißt Clara. Das spiele ich aber dann mit einer kleinen Überraschung dann zusammen. Das kann ich jetzt nicht mehr abwarten. Jetzt hast du mir aber mich richtig neugierig gemacht. Und deswegen würde ich sagen, hören wir uns jetzt mal den nächsten Song Clara an von Hey Joe Schenkelberg. Und sind das auch junge Leute, die zu dir kommen? Als Schüler? Von 7 bis 74. Ah ja. Also das Interesse ist auch bei jungen Leuten vorhanden an dem Instrument. Ja, auf jeden Fall. Okay, ich würde sagen, wir spielen jetzt aber erstmal unser Spiel, den Word Rap. 30 Sekunden hat Hey Joe Zeit,
Zeit und drei Wörter gibt es und er darf sagen spontan, was er damit assoziiert. Und wir starten die 30 Sekunden. Du bist bereit. Hey Joe, Moment, nochmal. Mit den drei Wörtern? Drei Wörter bekommst du und du darfst dazu sagen, was dir einfällt. Ganz spontan. Okay, die 30 Sekunden starten jetzt. Vernissage. Was? Vernissage. Ja, Inspiration. Wirken lassen, wie die, was in dem Raum da ist, was ich sehe, was ich höre, was ich... Okay, Musiktherapie-Ausbildung? Unter anderem auch eigene Vergangenheitsbewältigung. Theater? Tanz. Tanz, ja, es war, ich würde sagen, das lassen wir gerade noch gelten. Sehr gut. Ja, 30 Sekunden sind um und du hast fast alles geschafft. Magst du noch was zum Thema Theater sagen? Du hast ja mitgespielt in einem Theaterstück, Das Herz eines Boxers. Ja, das ist ein super Stück von Lutz Hübner. Mhm. Das ist ein sehr angesagter Theaterstück. Ich habe mal in Gretchen FF mitgespielt. Von Lutz Hübner. Auch kennst du das? Nee, aber ich kenne, der hat auch, glaube ich, gemacht hier Linie 1, ne? Meint ist auch von ja, ihm. Ja, genau. Und das ist im Duster Theater gewesen in Aachen. Und da ist auch Das Herz des Boxers gespielt worden. Und ich war da so ein blinder Boxer, der in irgendwo in Südfrankreich dann da eine Kneipe hat, aber eben nicht mehr sehen konnte. Und ich saß dann immer am Rand von dem, also war ein Dreierstück, die drei Personen. Ich war der Musiker und ich saß immer am Rand an so einem Bistrotisch auf dem Stuhl mit dem Akkordeon, eine Sonnenbrille und durfte auch nicht, ich war halt blind, ne? Konnte aber das Weinglas sehen. Ne? Das Wichtigste ging. Das war aber traumhaft. Ah ja, es ist gut, dass du das jetzt gesagt hast. Wir haben es einmal probiert mit Wein, aber das geht nicht. Aber das war nur ein kleiner Ausflug in die Schauspielerei, du bist ja Musiker. Ja, oder bist du, machst du einfach, bist du privat auch in der, im Schauspiel? Mit ihrer Disziplin, wie die ganze, also die, wie die also teilweise an drei, vier Stücken gleichzeitig arbeiten können und alles im Kopf haben und sich alles merken können. Und ich habe das mal zum Musiker, zum Theater, zum Schauspieler gesagt. Und dann sagt er, wir sind doch gar nichts. Die Tänzer sind die, die am meisten arbeiten. Ja ich glaube, jeder hat in seinem Gewerk sich gewissen Herausforderungen zu stellen, sage ich mal. Als Musiker ist es auch nicht immer so einfach. Und ich wollte noch mal ganz kurz dazu auf deine Musiktherapieausbildung eingehen. Da hatten wir jetzt auch nur kurz Zeit. Du hast eine Musiktherapieausbildung. Das ist auch das, worin du deine Schüler unterrichtest? Nein. Das war so eine Idee, um ein zweites oder drittes Standbein zu haben. Und ich habe auch da eine sehr gute Organisation gefunden, die das sehr, sehr schön machen auch. Nur leider, bis ich dann fertig war, haben in der Zwischenzeit jede Menge andere Leute auch die Idee gehabt, Musiktherapie zu machen. Ist gerade sehr im Kommen. Ist sehr im Kommen. Und ich wollte es aber eigentlich, ich wollte nie in der Klinik oder so arbeiten. Ne? Ich wollte so, wenn dann überhaupt irgendwie ein bisschen privat vielleicht machen für eine Handvoll von Leuten vielleicht. Ne? Und das so individuell zu machen. Und ich kann es teilweise im Unterricht mit einbauen. So, ne? Und aber ich habe da auch gar keine Zeit im Moment, da in der Richtung jetzt mehr zu machen. Ne? Das ist doch gut. Das heißt, es läuft gut mit der Musik. Ja, auf jeden Fall im Moment. Super. Wir wollen noch mehr hören. Du hast noch einen letzten Song mitgebracht. Cooking the Curry. Hast du den geschrieben, während du Curry gekocht hast? Nein, das kam, weil die, ich hatte den gemacht und die, meine damalige Lebensgefährtin, Claudia Pflitsch aus Aachen auch, die ist Opernsängerin und die, ich habe die dann gefragt, ja, man, das würde irgendwie, ich habe so die Inspiration gehabt, da würde irgendwas zu passen, ne? Was gesangmäßig, also Opern, Ariengesang. Und dann hat sie aber die Idee dann gehabt, irgendwas zur Küche zu machen und dann so auf Indisch mit Dialekt, so, wie man halt in der Küche kocht, mit Spice, also Gewürzen, Knoblauch und so. Ne? Und daraus ist das entstanden, was dann jetzt gleich zu hören ist. Ne? Eine sehr würzige Musik, ein sehr würziger Song. Ja, und den habe ich auch eingereicht beim Deutschen Rockpreis letztes Jahr und der hat einen zweiten Preis bekommen.
in der Kategorie Latin Pop Song. Ja, ich würde sagen, das hören wir uns jetzt an, oder? Gut. Super. Ja, das ist der letzte Song für heute. Live von Hejo Schenkelberg, Cooking the Curry. Viel Spaß. Sagen, Akkordeon. Und das war jetzt ja echt wirklich, ich habe die indischen Bauchtänzerinnen mit dem Bindi vor mir gesehen. Geil. Ja, das sind meine verschiedenen Facetten. Ich kann auch ganz anders. Also am Anfang haben Leute gefragt, kannst du mal was spielen, was nicht so bedrückend ist? Ja, nee, das ist es definitiv nicht. Also ich würde sagen, ich danke dir vielmals, dass du hier warst. Hey Joe, vielen Dank. Ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt bei uns. Ja, sehr. Ja. Dankeschön. Super, also wirklich ein facettenreicher, toller, vielfältiger Akkordeonkünstler heute bei uns im Studio. Freut mich sehr, das sowas mal erlebt zu haben live und ich hoffe, ihr seid in 2 Wochen wieder dabei mit einer neuen Sendung von Rock TV. Sind wir dann wieder am Start. Bis dahin, schönes Wochenende. Tschüss.